Und damit herzlich willkommen bei Schnappfisch. Ja, Corona hat natürlich uns alle irgendwie im Griff. Dementsprechend begrüße ich euch jetzt hier nicht so in der Großstadt, sondern einfach auf dem Land. Ja, in der Krise stellen ziemlich viele Unternehmen fest, dass es vielleicht sogar ganz cool ist, einfach mal im Homeoffice zu arbeiten und nicht für jedes Meeting irgendwo hinzufliegen. Genauso wichtig ist es vielleicht auch für die Menschen in der Zukunft, nach der Corona-Krise, dass wir nicht alle für 20 Euro nach Mallorca fliegen und dann unbedingt nur für ein paar Tage da bleiben und dann wieder schnell zurück. Aber wir haben letztendlich nur eine Welt. So heißt auch der Song der Fritz-Schumacher-Schule. Dort haben Fünft- und Sechstklässler im Ukulele-Ensemble einen eigenen Song produziert und den schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben eine Sonne, einen Mond, nur eine Erde, auf der wir alle wohnen. Drum lasst uns diesen Wahnsinn beenden und die Natur retten. Denn die Zukunft liegt in unseren Händen. Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt. Die Welt geht unter, es ist höchste Zeit. Jahrhundertsommer, Tornados und Lawinen. Klimawandel und sterbende Bienen. Tierhaltung, Wassernot, Plastiktüten im Meer, der Natur geht's echt nicht gut. Coffee to go in Millionen Händen, Billigfleisch in Übermengen. Es ist kurz vor 12, komm, lass uns nicht mehr wegsehen. Wir können die Welt verändern und kleinen Tat. Denn alles, was groß ist, hat einmal ganz klein angefangen.
Nun kommt bei Schnappfisch eine richtige Premiere, denn unter dem Titel Schwarz-Weiß starten wir ein ganz neues Doku-Format und die erste Folge werdet ihr genau jetzt sehen. Es wird dieses Jahr noch einige Veränderungen geben, die werdet ihr dann auch noch in Zukunft sehen. Ich denke, jeder von euch hat sich schon mal über Politiker aufgeregt, sei es über Artikel 13, sei es vielleicht über die Politik, Umweltpolitik und Co. Es ist aber trotzdem sehr, sehr wichtig, wählen zu gehen. Am 23. Februar waren hier in Hamburg die Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft. Passend dazu haben wir eine Kandidatin begleitet, Ivy May Müller von den Jungen Grünen. Sie hat uns gezeigt, wie so die letzten zwei Tage des Wahlkampfes aussieht, was besonders cool ist, was vielleicht aber auch besonders anstrengend ist. Und da schauen wir jetzt mal rein. Moin Moin, am 23. Februar sind hier in Hamburg Wahlen und dementsprechend dachte ich mir, ich begleite doch einfach eine Kandidatin. Ich begleite nämlich Ivy May Müller von den Grünen und sie wird mir so ein bisschen zeigen, wie so die letzten Momente sind im Wahlkampf und auch noch, wie ihr Wahltag dann tatsächlich aussieht. Hallo! Hallo! Guten Tag! Kommt rein! Hier in unserer Vision-Werkstatt der Grünen Jugend Hamburg. Wir sind gerade schon, haben vorbereitet unsere Veranstaltung. Es gibt gleich ein Last-Question-Frühstück hier nämlich. Genau, nur vielleicht ein kleiner Einblick. Hier ist gerade nicht alles aufgeräumt, aber das ist sozusagen unsere Wahlkampfzentrale, aber eigentlich sogar mehr als das. Das ist so ein bisschen der Veranstaltungsort und der zur Ruhe kommen Ort und gleichzeitig auch irgendwie so ein Ort, um so grüne Ideen visualisiert zu haben und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Viele kommen auch einfach mal kurz rein oder holen unsere Flyer. Genau, und deswegen haben wir hier sogar eine kleine Küche, haben eine Visionenwand, bei der viele Leute ihre Vision für ihre Zukunft aufgeschrieben haben. Gerade auch eine natürlich Wahlkampf. Eure Wahlkampfecke ist also auch noch da. Genau. Hier wird gerade Küche für alle jeden Tag gemacht, also es wird gekocht und dann kann jeder vorbeikommen und auf Spende was essen, weil wir so ein bisschen ein Angebot schaffen wollen, was auch so sozialer ist sozusagen nochmal. Genau. Also habt ihr euch hier so euren kleinen Bereich eingerichtet, ja, wo ihr alles eure sozialen Projekte mitmacht, aber auch alles, was mit eurer Partei so ein bisschen zu tun habt? Also es ist so eigentlich ein bisschen ein gelebter grüner Think Tank Place. Also so ein bisschen, wo viele zusammenkommen, wo auch Grüne ihre Veranstaltungen machen, wo wir mal, also viele unsere Veranstaltungen machen, wo wir aber auch unsere Sitzungen machen. Also wir sitzen auch ganz oft hier nur an den Tischen und haben so 3 Stunden Sitzung, sitzen alle vor unseren PCs und arbeiten. Also einfach sichtbar machen, wie Politik halt ist und nicht so hinter verschlossenen Türen und so tun, als hätten wir immer die perfekten Lösungen, kommen dann raus und sagen, hier sind sie, sondern mehr so, guckt, so läuft Politik und kommt rein und macht mit. Nach dem Frühstück möchte Ivy ein Bild vom Vortag hochladen, meine Chance zu fragen, wie sie Social Media für den Wahlkampf nutzt. Also ich weiß schon, dass Instagram, weil es auch von meiner persönlichen Seite zu meiner professionellen Seite wurde bei Instagram, ich kein neues Profil gemacht habe, dass es schon auch für mich noch was hat von, ich erzähle schon auch aus meinem Leben oder ich poste auch einfach mal ein Bild, was schön ist, weil ich schön finde und auch manchmal nur 2 Sätze dazu zu sagen habe, die gar nicht immer nur politisch sind, aber auch, weil mein Politikanspruch nicht so einer ist, ich muss, also weil ich glaube, das Politische, das Persönliche ist total politisch, also unser gesamtes Leben ist eigentlich politisch, also ist auch mein politisches Leben persönlich und ich kann nicht so tun, als wäre ich nur so eine Politikerin, die nur arbeitet, sondern ich berichte in meinen Storys auch einfach mal von kleineren oder unnötigeren Dingen, die vielleicht gar nicht so im politischen Fokus ständen, aber ja, zählt trotzdem für mich so dazu. Politik wird sehr kontrovers diskutiert, deswegen frage ich Ivy, wie ihre Partei bei Hate und Co. eine Unterstützung sein kann und wie sie damit umgeht. Also wir dürfen als Grüne Jugend jetzt auch im Wahlkampf, haben wir noch so ein Angebot mit von den Grünen abbekommen, dass wir vor allem, wenn wir Hasskommentare abbekommen und viel Hass im Netz sozusagen uns widerfährt, dass wir dann auf die zukommen können, auf die Grünen, weil die da professionelle Hilfe haben mit Leuten, die schauen, dass das moderiert wird. Und vor allem, also da können ja wirklich schlimme Sachen kommen, auch wenn man das so bei anderen schon mitbekommen hat. Das ist bei uns bisher zum Glück nicht passiert. Deswegen mussten wir darauf nicht zurückgreifen, aber das läuft auch nicht über uns, sondern da dürfen wir dann, haben wir das Glück sozusagen ja an die Partei oder mit der Partei irgendwie Verbindung zu haben, dass wir da sozusagen Hilfe in Anspruch nehmen.
Was man zwischendurch immer wieder merkt, ist, dass dieser Ort für die Mitglieder wie ein zweites Zuhause ist und alle sich gegenseitig helfen und unterstützen. Ja, wie ihr sicherlich sehen könnt, draußen es regnet unfassbar. Natürlich nicht so gut, weil besonders hier werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Es soll nämlich eigentlich ein Flashmob stattfinden am Rathausplatz. Aber so wie das Wetter aktuell aussieht, wird das alles ein bisschen schwierig. Wir hoffen natürlich, dass sich das Wetter definitiv bessert, weil sonst wäre das natürlich sehr, sehr schade. Wir sind mal gespannt und schauen jetzt, wie es weitergeht, bis wir die nächsten Infos bekommen, was als nächstes passiert. Letztendlich hat sich das Wetter gebessert und wir sind in einer Gruppe zum Rathausmarkt gefahren, natürlich mit den Öffis. Dort hatte schon Rosa, die zusammen mit Ivy kandidiert, gewartet und uns das Vorgehen erklärt. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also Katharina Fegebank wird gleich kommen, wird eine Rede halten. Dann kommt so eine kleine Wolke drumherum, die werden Regenschirme da so irgendwie, dass es so aussieht wie eine Wolke. Und wir sind in Zivil, laufen da drumherum und dann sagt sie, erst sagt sie irgendwas mit Zeit anhalten, dann freezen wir ein, dann sagt sie zurückdrehen, dann gehen wir so zwei Schritte zurück und dann sagt sie irgendwas anderes und dann drehen wir uns alle nach da und sagen, nach da. Und dann sagen wir, dann sagt sie, die Zeit ist jetzt. Und dann sagen wir alle zusammen, die Zeit ist jetzt. That's it. Und dann gehen wir irgendwie irgendwo hin, wo wir denken, dass wir uns wieder treffen mit unseren Leuten. Also, wie ihr jetzt mitbekommen habt, jetzt geht es noch mal darum, kurz zu flyern, die übrige Zeit zu nutzen, bis es losgeht. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie überhaupt die Reaktion von den Hamburgerinnen ist. Wir haben sehr viele verschiedene Reaktionen bisher gesehen hier in der Stadt. Mal schauen. Ivy, wie ist das so, wenn du positive und negative Reaktionen kriegst? Ehrlich gesagt, man kriegt selten richtig negative Reaktionen, weil also das, was man, wenn, überhaupt kriegt, ist so, nein, oder ist so, wir gehen weiter. Und also, ich habe es noch nicht so krass erlebt, dass Leute einen beschimpfen oder dass sie einen so richtig fertig machen. Das gibt es manchmal. Oder dass sie einen so zulabern und einem erklären, wieso alles an den Grünen falsch ist. Aber es gibt es nicht sehr oft und deswegen kann man damit, glaube ich, relativ gut umgehen. Und der Rest ist ja sonst immer eher kurze Kontakte und das ist ganz oft freundlich und viele sind dann auch noch nett. Man muss immer gucken, es gibt halt stressigere Situationen und entspanntere Situationen. Und manchmal so, wenn Leute irgendwo schnell hin müssen, wie an U-Bahn, dann ist es manchmal ein bisschen stressiger und dann gibt es nicht so viele Lächler, sondern mehr so, alle gehen weiter. Aber sonst sind es immer eher angenehme Kontakte und ich mag das auch gern eigentlich mit den Leuten, wenn sie vor allem ins Gespräch kommen wollen, wie die gerade da aus Bonn, dann ist das sehr angenehm. Oder sie sogar zurückdrehen. Es wäre die Klimakrise durchs Augenverschließen aufzuhalten. Aber es gibt schlechte Nachrichten. Unsere Erde ist in einem kritischen Zustand und wir haben nur noch sehr wenig Zeit, das Ruder herumzureißen. Der zweite Tag beginnt für uns nicht wie geplant. Ivy geht es nicht so gut und wir beschließen, dass wir uns schon mal auf den Weg zur Wahlparty machen. Diese findet im Knust statt, eine kleine Konzerthalle an der U-Bahn-Station Feldstraße in Hamburg. Da sind wir immer gewesen. Doch dann geht es ziemlich schnell. Die Spitzenkandidatin Katharina Fegebank und ihre Mitstreiterin betreten den Raum, um die Ergebnisse live mitzuverfolgen. Rosa und Ivy stehen nur im Publikum. Für uns ist es eher wie eine Kameraschlacht. Und die Prognose von InfraTestima für die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Die SPD verliert 8 Punkte, fängt sich bei 37,5%, bleibt klar stärkste Partei. Die CDU 11,5%. Nochmal 4 Punkte verloren. Ihr schlechtestes Ergebnis in Hamburg, das zweitschlechteste in der bundesdeutschen Wahlgeschichte. Die Grünen.
Die AfD sind im Moment. Sind Sie an Ihr Ziel gekommen? Doch mich interessiert viel mehr, was Ivy und Rosa zu diesem Ergebnis sagen. Kommt her! Wie geht's euch jetzt? Also, glaube ich, kann man nicht anders sagen. Also 25,5% ist crazy. Das ist einfach so mehr als verdoppelt letztlich, ja. Und auch noch stärker als die letzten Umfrageergebnisse. Ja. Da war man nochmal auf etwas Niedrigeres eingestellt. Ich bin total happy, aber auch angespannt, was der Abend bringt, weil da so viel auf der Kippe steht, ob die FDP reinkommt, ob die AfD reinkommt. Das war ja so historisch, wenn am heutigen Tage die AfD rausfliegen würde. Endlich aus dem Parlament wieder rausfliegt und Hamburg auch klar zeigt, was für eine Haltung sie hat. Vor allem mit dem Hintergrund der letzten Wochen ist das so ein klares Zeichen und da freue ich mich einfach krass drüber. Mein Herz geht richtig auf. Also, hoffentlich es bleibt so. Mal schauen. Nun, wie würdet ihr euch jetzt insgesamt euren Wahlkampf bewerten? Ich glaube einfach, das war ein Riesenerfolg, wie Rosa gerade schon gesagt hat. Die letzten Umfrageergebnisse waren eher so 22% oft und jetzt vielleicht 25,5. Wenn man sich das auch wieder vergleicht zu Dezember, dann ist es super, so ein super Mittelwert, den wir echt sehr stabil noch die letzten Tage, glaube ich, auch hinbekommen haben mit einem sehr überzeugenden Wahlkampf, der viele Leute erreicht hat, mit vielen Leuten in Kontakt war, der auch gezeigt hat, wofür wir stehen, weil ich glaube, was man sieht, unsere Inhalte haben gewonnen. Das, wofür wir kämpfen inhaltlich, steht nun im Fokus, weil das hat eine Verdopplung gefunden. Und genau deswegen, glaube ich, wird es auch einfach sich jetzt in Hamburg viel verändern in den kommenden Jahren, weil diese Inhalte eine neue Bedeutung bekommen haben nochmal. Auf jeden Fall. Was ist denn das Erste, was ihr jetzt machen werdet? Zu unserer grünen Jugend gehen, deswegen würden wir auch uns jetzt schnell verabschieden. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Wir wollen denen ganz, ganz herzlich danken, die aus den verschiedenen Teilen von Deutschland gekommen sind und echt die Nächte durchgemacht haben. Deswegen machen wir jetzt mal rüber auf den, in den anderen Raum. Alles klar. Also, wie ihr gesehen habt, Ivy und Rosa sind mächtig stolz auf sich. Das können sie auch sein mit diesem Wahlergebnis. Sie haben hart dafür gearbeitet. Einige Zeit war es auch oft so, dass sie stundenlang, besonders in der Nacht, noch weiter plakatiert haben und noch weiter Flyer verteilt haben. Das finde ich ziemlich interessant, einfach wie dieser Wahlkampf aussieht. Wie fandet ihr denn das? Das ist die Hauptfrage. Schreibt uns das gerne entweder per Instagram oder über einen Kommentar. Was sind Pesketarier? Zugegeben, ich musste das erstmal in eine Suchmaschine eingeben und habe auf die ersten Ergebnisse gewartet. Das müsst ihr nicht machen. Wir haben einen kleinen Erklärfilm für euch vorbereitet. Zum einen erklären wir, was Pesketarier sind und Vegetarier und was der Unterschied dazu ist und warum die einen die anderen nicht so gerne mögen. Zuerst schauen wir uns jetzt aber an, was Warm- und Kaltblüter sind. Fische sind Kaltblüter, aber was bedeutet das eigentlich? Kaltblüter werden auch als wechselwarme Tiere bezeichnet. Kaltblüter ist außerdem gar nicht der richtige Begriff, denn das Blut dieser Tiere ist gar nicht so kalt, wie der Name vermuten lässt. Eher im Gegenteil, das Blut einer Eidechse kann zum Beispiel an einem heißen Sommertag sogar wärmer werden als das eines Menschen. Die Körpertemperatur von wechselwarmen Tieren hängt von der Temperatur ihrer Umgebung ab. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ein Fisch in warmem Wasser schwimmt, dass er die Temperatur des Wassers annimmt. Schwankt die Umgebungstemperatur, dann schwankt auch die Körpertemperatur des Fisches. Aber warum ist das so? Wechselwarme Tiere erzeugen nur sehr wenig eigene Körperwärme und geben diese sehr schnell an die Umgebung ab. Deshalb sind sie auf eine ausreichend warme Umgebungstemperatur angewiesen. Wird die Umgebung für eine längere Zeit auf über 40 Grad Celsius erhitzt, dann verfallen wechselwarme Tiere in eine sogenannte Wärmestarre. Sie können sich dann nicht mehr bewegen und sind nicht mehr aktiv. So eine Wärmestarre führt deshalb meistens dazu, dass das Tier stirbt. Zu den Kaltblütern zählen außer Fischen auch noch Insekten, Reptilien und Amphibien, zum Beispiel Lurche. So, das war's auch schon über Kaltblüter. Kommen wir jetzt also zum nächsten Thema. Nämlich zu den Warmblütern. Was sind das eigentlich für Tiere?
Warmblüter sind gleich warme Tiere. Sie können ihre Körpertemperatur selbst regulieren, solange es nicht zu kalt oder zu heiß ist. Die Temperatur der Haut variiert genau wie bei Kaltblütern, abhängig von der Außentemperatur. Nur nicht so extrem. Um sich vor Kälte zu schützen, besitzen die meisten Warmblüter ein Federkleid oder ein Fell. Wir Menschen haben auch ein Fell, wenn auch nur ein künstliches. Wir schützen uns nämlich durch unsere Kleidung vor zu niedrigen Temperaturen und erhalten so unsere natürliche Körpertemperatur von 37 Grad Celsius aufrecht. Die Körpertemperatur unterscheidet sich aber von Art zu Art. Zum Beispiel halten Menschen über längere Zeiträume keine Körpertemperaturen von über 43 oder unter 21 Grad Celsius aus. Warmblüter können, genauso wie Kaltblüter, ebenfalls bei zu hohen Temperaturen sterben. Und zwar sobald die Körpertemperatur über 6 Grad höher ist als normal. Beim Menschen wären das 44 Grad. Das Zentrum, von dem aus die Körpertemperatur der gleichwarmen Tiere gesteuert wird, befindet sich im Gehirn. Zu den Warmblütern zählen alle Säugetiere und Vögel. Nun haben wir also ein kleines Vorwissen, was Warm- und Kaltblüter sind. Und genau dieses Vorwissen brauchen wir, um jetzt zu verstehen, was Pescetarier sind und was sie essen und was sie nicht essen. Das folgt jetzt. Was bedeutet eigentlich dieses Pescetarier? Das ist Nina. Sie ist seit einiger Zeit Pescetarierin und von ihrer Entscheidung super überzeugt. Aber viele Leute wissen gar nicht, was dieses Pescetarier eigentlich bedeutet. So auch Max, einer von Ninas Freunden. Deshalb erklärt Nina es ihm. Wenn man Pescetarier isst, dann isst man kein Fleisch. Und man gehört im weitesten Sinn zu den Vegetariern. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied. Für Pescetarier bezieht sich der Verzicht auf Fleisch nur auf warmblütige Tiere, wie zum Beispiel Hühner oder Kühe. Fische gehören nicht dazu, weil sie Kaltblüter sind. Und deshalb werden sie bei dieser Form des Vegetarismus gegessen. Max weiß zwar jetzt, was der Begriff Pescetarier bedeutet. Aber was für Vorteile hat dieser Lebensstil und warum entscheiden sich Menschen dafür? Zum Beispiel leben Vegetarier bewusster und achten mehr auf ihre Ernährung. Außerdem leben sie tatsächlich aufgrund ihrer gesunden Ernährung länger als Nicht-Vegetarier. Und Pescetarier gehören ja mit in die Kategorie. Da Fische viele wichtige Nährstoffe enthalten, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, die für eine gute Herzgesundheit wichtig sind, leben Pescetarier sogar noch gesünder als reine Vegetarier. Allerdings hat der Pescetarismus auch seine Nachteile. Zum Beispiel ist es wichtig, dass man sich über Ernährung informiert und Hintergrundwissen hat. Denn sonst kann es unter Umständen zu Mangelerscheinungen und gesundheitlichen Problemen kommen. Außerdem muss man sich als Pescetarier natürlich auch mit der Überfischung der Meere auseinandersetzen und für sich selbst feststellen, ob man diese fördern möchte. Zu guter Letzt möchte Max noch wissen, was dann reine Vegetarier zu dem Thema sagen. Und auch dafür hat Nina eine Antwort. Und zwar sind Pescetarier meistens nicht so beliebt bei den reinen Vegetariern. Sie finden, dass Pescetarier eigentlich nicht in die Kategorie Vegetarier mit reingehören, weil sie eben Fisch essen. Und die gelten für die meisten Vegetarier eben auch als Tiere und werden nicht gegessen.
Reine Vegetarier verstehen deshalb oft nicht, warum Pesketarier sich auch als Vegetarier bezeichnen können. Nach dieser Erklärung versteht Max die ganze Sache mit dem Pesketarismus und Ninas Überzeugung schon viel besser. Heute haben wir uns also angeschaut, warum die Umwelt besonders wichtig ist, wieso der Wahlkampf ausschaut und was Pesketarier essen dürfen. Wenn euch das gefallen hat und ihr noch weitere Interessen für Schnappfisch habt, dann hört zum Beispiel unseren neuen Podcast, als ob zum Beispiel auf Spotify oder Google Podcast. Gleichzeitig könnt ihr dann auch noch unsere Instagram-Seite abonnieren, schnappfisch-tide. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wie gewohnt hoffentlich, wieder sterben.